Nee. Noch nicht. Wir haben ein ganz spannendes Thema am Start. Tom, deswegen bin ich echt froh, dass du heute mit an Bord bist. Ich habe ganz spontan heute früh mit dir telefoniert, weil ich gesehen habe, du bist da auch dran an diesen Themen. Es geht um die Protokolle, die RKI-Protokolle, die von Paul Schreier mit seinem Team vom Multipolar-Magazin freigeklagt worden sind und die uns jetzt seit einigen Tagen zur Verfügung stehen. Was müssten wir da im Vorfeld denn noch wissen zu diesen Protokollen, bevor wir im Detail reingehen? Was hast du da noch an Detailwissen vielleicht sogar, Tom? Naja, also ich habe ja ein ganz gutes Wissen über all das, was in der Zeit geschehen ist, sodass ich natürlich, wenn ich da reinschaue, bestimmte Diskrepanzen sofort finde. Aber mich hat natürlich auch das interessiert, was hinter den Schwärzungen steht. Und da ich ja weiß, dass wir es oft mit Behörden zu tun haben, die nicht unbedingt immer perfekt und versiert sind, habe ich mich an die Schwärzung rangemacht. Und habe Erstaunliches herausgefunden, weil ich ja nun auch wissen wollte, wer steckt dahinter. Ich weiß aber, dass diverse Anfragen bei der Bundesregierung in Gange sind bezüglich dieses Namens. Und ich gehe mal davon aus, dass das heute so ein bisschen dazu beitragen wird, dass sie doch irgendwann willens sind, denjenigen zu verraten. Ich kann sagen, wir werden das Geheimnis heute noch nicht ganz lüften können. Ich habe zwar einen starken Verdacht, da können wir ja drüber spekulieren. Aber wir müssen wahrscheinlich warten, bis es dann wirklich entlüftet wird. Ich habe aber schon, wir können dicht daran kommen, sehr dicht heute. Andreas, wie siehst du die ganze Sache? Spannend, weil, also kurze Frage an den Tom. Es gab eine Zeit lang, da gab es sozusagen das PDF-File und dann den schwarzen Balken davor gelegt. Und dann musste man nur den schwarzen Balken entfernen und dann konnte man das PDF-File lesen. Aber so schlimm waren die Behörden dann nicht drauf, oder? Fast. Also in Fast. den meisten geschwärzten Teilen ist der dahinter liegende Teil entfernt worden. Das machen wahrscheinlich dort automatische Content-Management-Systeme, die das automatisiert machen. Ich vermute, man wollte bei diesen Namensschwärzungen besonders gründlich sein und hat quasi für einen Namen, der nicht nur entfernt wurde, der wurde dann mit einem Pseudonym aus meistens zwei Buchstaben entfernt. Das heißt also, es liegt dahinter ein Pseudonym. Wir suchen den Menschen Po, also PO. Wenn man, das ist eigentlich auch eine ganz einfache Angelegenheit. Ich weiß nicht, ob ich schon lüften soll und erzählen soll oder ob du vorher noch was anderes Ja, wir haben vorhast. jetzt noch nicht gleich die Katze aus dem Sack lassen. So, und damit war ich natürlich nicht glücklich, dass der Name geschwärzt war. Ich hatte da so meinen Verdacht. Es wurde ja seinerzeit eine neue Abteilung gegründet, und zwar genau zu diesem Zeitpunkt, am 1.3.2020, wurde die Abteilung 6 für Gesundheitssicherheit gegründet. Die wurde gegründet mit einem Bundeswehr-Generalstabsarzt oder Generalarzt, dem Herrn Dr. Hans-Ulrich Holtherm. Der wurde zuständig für den Covid-Stab. Der war dann Fachvorgesetzter des Robert-Koch-Instituts und Herr Wieler hat in dem Untersuchungsausschuss in Brandenburg auf Anfrage auch ganz klar bestätigt, dass Herr Holtherm ihm Anweisungen gegeben hat. So, das heißt, wenn dieses Hintergrundwissen öffentlich bekannt ist, in unserem Buch Die Intensivmafia von Walter von Rossum und mir steht auch ein Kapitel über Herrn Dr. Holtherm drin. Und zwar erstens, dass er in der gesamten Pandemiezeit als einer der wichtigsten Männer überhaupt gilt, aber niemals im öffentlich-rechtlichen oder in irgendeinem Magazin auch nur ansatzweise genannt wurde. Das haben wir recherchiert und wir haben keinen Namen, ihn, seinen Namen haben wir nicht gefunden. Also das war schon mal äußerst mysteriös, das haben wir reingebracht. Und das Entspannende ist, dass ein Artikel in der Wehrmed ist. Das ist die Wehrmedizinische Fachzeitschrift, die ist auch online verfügbar. Und dieser Artikel ist am 30. Dezember, ich glaube, 2020 rausgekommen. Und da spricht er mit dem Journalisten der Wehrmed darüber, wie er an das Gesundheitsministerium gekommen ist. Und das war so, dass er bereits am 22. Januar 2020 von Spahns Büro kontaktiert wurde und ruckzuck später diesen Corona-Krisenstab übernahm. Ja. Das ist wahrscheinlich gänzlich unbekannt, dieser ganze Umstand. Aber du kannst ja mal parallel einen Browser öffnen und dann möchte ich euch mal was Lustiges zeigen. Fangen wir vielleicht damit einmal an. Öffne doch einen Browser und dann gib mal bitte in Google ein. Wir benutzen heute doch einfach mal Google.
Dann weiß ich wenigstens, dass wir genau das Ergebnis bekommen. Moment, ich Ja, habe oder eine andere. versuch es auch hier, ist mir egal. Mach mal, gib mal bitte ein, Corona-Krisenstab. Und dann Spiegel und dann 13.03.2020. Spiegel ist wichtig, weil es ein Spiegelartikel ist. 13. März hast du gesagt, oder? 13.03. musst du auch genauso eingeben, 2020. So, und dann schieß mal 13.03. ab und dann gucken wir mal, ob wir 2020. den Spiegelartikel sofort hier zu sehen bekommen. Coronavirus, jetzt regiert der Krisenstab. Jawohl, dann mach mal bitte auf und bitte ganz Bildschirm, bitte ganz Bildschirm. Ich möchte gerne dazu ein bisschen ausführen. Ich weiß nicht, ob wir die Zeit haben. Ja, haben wir, ne? Schieß los. Also, das ist insofern interessant. Jetzt regiert der Krisenstab. Also, das kann man sich jetzt sparen, aber das Datum ist klar, 13.03. Das ist 3 Tage vor diesem Protokolleintrag. Genau, lass uns mal genüsslich das Bild anschauen. Roll mal hoch und wir gucken uns das mal an. So, mit dem Wissen, dass am 16.03. jemand um ein Signal gebeten werden muss, vermutlich einer der hier Sitzenden. Können wir ja nochmal das Bild neu betrachten. Also die Gefährlichkeit von Corona wurde von mäßig auf hoch erhöht. Das war ja hier schon quasi besprochen oder wurde hier wohl besprochen. Was fällt auf, wenn eine Runde lauter Pandemie-Manager, also Vollprofis, wenn Vollprofis zusammenkommen und eine Pandemie managen sollen, wo das Virus gefährlich ist, Keine ab Masken. jetzt? Was fällt euch an diesem Bild Wo auf? sind die Bitte sagt es Masken? Wo mir. sind die Die Abstände, die Abstände, Masken, das ist die ja irgendwo. Plastikwände, die Handschuhe. Unverantwortlich. Ah, Genau, alles schon dicht, aber nur der erste Eindruck. Bitte guckt doch mal, wie viele Leute da sitzen. ja. Dicht auf Da dicht, ist ja. keiner dabei, der irgendwie denkt, das ist eine Gefährlichkeit, die jetzt auf hoch ist. Da ist keiner. Da hat keiner Angst vor dem Virus. Das sind die Profis, die uns quasi über Jahre durch die Pandemie lotsen sollten, damit wir die gut überstehen. Und die sitzen da dicht an dicht an dicht an dicht. Jetzt, genau. So, also, wir fangen mal an. Ich zeige euch mal, das sind die Dateien, die jetzt hier die Protokolle darstellen. Ne? Das kennt ihr vielleicht, habt ihr vielleicht gesehen. Ich will die nur mal so. Seht ihr, ne? Es sind viele. Yes. Die kann ja keiner durchsuchen. Ich kann ja mal ein so ein Ding aufmachen. Die kann ja keiner. Das sind auch dann immer noch, die Protokolle haben dann immer noch 5 bis 10 Seiten. Das ist echt viel. Ja, also das ist echt Zeugs. So, und ich habe gedacht, naja, guckst du mal so ein bisschen da rein in die Geschichte. Und das hatte mich ja natürlich am meisten interessiert, diese Geschichte. Und da ich mich mit PDF ja ein bisschen beschäftigt habe, habe ich gedacht, naja, guck doch mal, ob du diese Schwärzung wegkriegst und hab dann, ich muss hier mal so ein bisschen um meine Kamera rum, hab gesehen, seht ihr meinen Cursor, kann man den Ja, sehen? ja, ja. Der ist Ganz, ganz jetzt hier schwach, so, als ja. würde er was markieren können, Ja, richtig? ganz schwach da Das kann dran. Hier, hier, er da. Ja. hier nicht. Seht ihr das? Hier kann er das nicht. Hier kann er das auch nicht. Ja. Aber hier kann er das. Das heißt also, ich habe Folgendes gemacht, wie man das immer macht. Ich markiere den ganzen Quatsch, kopiere das und schreib es einfach hier drüben rein. Und dann kommt das dabei raus. Und PO. jetzt lesen wir mal. Am Wochenende wurde eine neue Risikobewertung vorbereitet. S und dann VPRES. Das steht hier auch. Am Ja. Wochenende wurde eine neue Risikobewertung vorbereitet. Und dann steht da am Rand VPRES, also da ist der Strich, soll diese Woche hochskaliert werden. Die Risikobewertung wird veröffentlicht, sobald schwarz ein Signal dafür gibt. Und was steht bei mir? Die Risikobewertung wird veröffentlicht, sobald Ho ein Signal dafür gibt. Das heißt, hinter der Schwärzung liegen 2 Buchstaben Ho. Naja, da habe ich erstmal mit einigen Leuten gesprochen und da haben wir überlegt, wer ist denn Ho? Pohlmann, keine Ahnung. Ne? Dirk Pohlmann vielleicht, man wusste es ja nicht. Aber er hat sich jetzt noch nicht gemeldet, deswegen. Ne? Nein. Also. Dann haben wir auf den Organigramm geguckt und das war alles nicht plausibel. Naja, dann habe ich gesagt, okay, du musst ein Skript schreiben, du musst rausfinden, was ist. Und das habe ich gemacht. Ich habe ein Skript geschrieben in Python und das kann PDFs durchsuchen.
Und ich kann nach bestimmten Worten suchen. Ich suche mal beispielsweise nach dem Wort Evidenz. Das ist ja ganz interessant. Und gehe jetzt die ganzen Dinger durch. Also wie ihr seht, er ballert die jetzt alle schnell durch. Das dauert jetzt mal 20 Sekunden. Und jetzt sucht er überall in diesen PDF-Dateien nach Evidenz und schreibt mir jetzt eine Word-Datei. Und wenn die Word-Datei fertig ist, dann sollte die Textpassage um das Wort Evidenz herum, sollte vorher 300 Zeichen und hinterher 300 Zeichen sein, sodass man das lesen kann. Das hast du so programmiert mit den 300 Zeichen, ja, dass man das eben. Ja, ich kann da jetzt auch mehr machen. Das war so ein bisschen gefummelt. Am Anfang waren es 100, das war zu wenig. Dann habe ich mal 500, das war zu viel. Und dann habe ich mich so bei, ich glaube, bei 300 habe ich mich jetzt eingeschossen. Ich Und frage man nur sieht rechts deswegen auch nach. Ich frage nur die Dateien. deswegen. Wir sind jetzt am 2.10., sieht man jetzt an den Dateien. Das sind die Dateinamen, die das Datum auch tragen. Wir sind also gleich im neuen Jahr. Das sind die ganzen Protokolle von den einzelnen Tagen, an denen sie getagt haben. Der durchballert die jetzt alle nach Evidenz. Und der ist jetzt gleich fertig. Jetzt sind wir am 10.3. Ich bin ja Programmierer von Haus aus, also insofern so. 30.4. letztes Protokoll. Jetzt hat er eine Datei generiert. Ich muss hier mal so ein bisschen hin und her schieben. Die ist jetzt, wenn ich das richtig sehe, hier oben. Evidenz. Die heißt auch Evidenz. Die öffne ich mal. So. Jetzt ist es auch rot, genau. Ich mache es mal ein bisschen größer, damit man ein bisschen mehr sehen kann. 300%. So, keine wissenschaftliche Evidenz. Informationen aus der Koordinierungsstelle, einige Arbeitsaufträge von der Koordinierungsstelle werden und so weiter. Aus keine ausreichende Evidenz. Also er geht jetzt nach Datum, 27.01. Er geht jetzt nach Datum die einzelnen Dokumente durch und sagt mir, auf welcher Seite das Wort stand und markiert es rot. Und dann kann ich sozusagen immer gucken, öffentliche Bevölkerung bei asymptomatischen Patienten nicht sinnvoll. Es liegt keine Evidenz vor als sinnvolle präventive Maßnahme für die Allgemeinbevölkerung. Ja, also da kommt man natürlich schon irgendwie interessant vorwärts. Sobald mehr Evidenz vorhanden ist, kann die Machbarkeit zusätzliche Belastung eines Ratgebers ausgewertet werden. Das Gleiche habe ich natürlich für viele andere Sachen gemacht, aber was uns ja interessiert, um nicht vom Ziel wegzukommen, ich habe das Gleiche für Po gemacht und habe geguckt, in welchen Dokumenten ist eigentlich Po. Und da kam das: In diesen Dokumenten ist Po. Er ist jetzt zwar hier nicht rot, aber Po ist ja unser Mann. Ich muss das mal hier, weil ich weiß nicht, warum der hier in Rot geworden ist. Moment. Und der Abgleich dieser mit den bereits in Deutschland umgesetzten Maßnahmen. Die Organisation und Durchführung von Webinaren und Informationsveranstaltungen, da steht nämlich alles drin, weil Pro in diesem Protokoll mehrfach vorkommt und man sich auf ihn bezieht. Die Kommunikation und die Abstimmung mit anderen Bundesministerien und Institutionen bezüglich der Modellierung und Planung von Maßnahmen zur Krisenbewältigung, die Überprüfung und möglicherweise die Koordinierung von Unterstützungsangeboten für die Diagnostik. Diese Aktivitäten deuten darauf hin, dass Pro eine zentrale Rolle in der Koordination der Reaktion auf die Covid-19-Pandemie spielt, möglicherweise mit Schwerpunkt auf der strategischen Planung der öffentlichen Kommunikation und der Zusammenarbeit mit anderen Behörden und Institutionen. So, dann habe ich verkürze das jetzt mal, dann habe ich gesagt, ich mache jetzt alle Texte von allen Protokollen hoch. Das habe ich dann gemacht und dann habe ich ganz am Ende, das dauert jetzt hier ein bisschen, dann habe ich ihn bewerten lassen, wer ist er denn jetzt? Also ich habe immer noch eins und noch eins und noch eins gemacht. So, und hier steht jetzt, was er final ist. Aus dem Protokoll geht hervor, dass Po in mehreren wichtigen eine zentrale Rolle spielt. Also ich habe gesagt, ergänzt das immer. Diskussion und Umsetzung von Maßnahmen. Ja, Evaluierung von Strategien und Risikobewertung. Beteiligung an der Entwicklung digitaler Projekte. Po ist an der Entwicklung und Implementierung digitaler Projekte beteiligt, die für die Pandemiebekämpfung von Bedeutung sind. Das zeigt eine Schnittstelle zwischen Po und der technischen Entwicklung von Tools. Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit. Po ist in die Planung und Durchführung von Kommunikationsstrategien eingebunden. Insbesondere die Beteiligung an der Vorbereitung und Durchführung von Pressebriefings zeigt, dass Po eine wichtige Rolle in der Außenkommunikation hat.
Mitwirkung bei rechtlichen und administrativen Fragen. Die Erörterung über die Beschleunigung von Demis und die Diskussion über Meldepflichten zeigt, dass Po auch in rechtlichen und administrativen Fragen des Infektionsschutzes und der Datenerfassung aktiv ist. Zusammenfassend bedeutet die Beteiligung von Po an diesen vielfältigen und strategisch wichtigen Aufgaben darauf hin, dass Po eine zentrale und multifunktionale Rolle im Krisenmanagement des RKI einnimmt. Diese Rolle umfasst sowohl die operative Planung und Koordination von Maßnahmen als auch die strategische Bewertung der Pandemie. Die Situation, die Entwicklung und die Implementierung digitaler Tools, die Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit sowie die Mitwirkung an rechtlichen und administrativen Prozessen. Po scheint somit eine Schlüsselfigur in der Bewältigung der Covid-19-Pandemie aus einer multidisziplinären Perspektive zu sein. So, und dann habe ich den Rest, Beratung und Entscheidungsfindung, Koordination, Entwicklung und Bewertung von digitaler Kommunikation, da hat er das nochmal gemacht, weil noch was dazu kam. Po äußert Bedenken hinsichtlich der Unterminierung bestehender ÖGD-Strukturen durch neue Taskforces und zeigt damit, also öffentlicher Gesundheitsdienst, und zeigt damit ein kritisches Bewusstsein für die Komplexität der Pandemiebehörden und Notwendigkeit, bestehender Strukturen und Erfahrungen zu berücksichtigen. Also, das kann natürlich alles auch Quatsch sein. Aber man sieht, dass sozusagen bestimmte kleine Fehltritte bei der Namensschwärzung zumindest den Verdacht eröffnen, dass es sich hier um eine Person in verschiedenen Protokollen handelt. Und er ist ja nicht in allen Protokollen. Und wie gesagt, also da muss schon jemand sein, der wirklich umfangreiches Wissen hat und auch die Autorität besitzt. Und da würde ich sagen, liege ich gar nicht so schlecht mit meiner anfänglichen Annahme. Ich mache das mal. Warte, das kann man auch. Also ich weiß nicht, ob ihr das wissen wollt überhaupt, aber es ist ja irgendwie Ey, Homeoffice, da kann ja jeder machen, was er will, ne? das ist gerade hier Deine History in. Show. Wir stehen staunend davor. Pass auf, das ist die dazugehörige App. Ja, also die ist jetzt hier so drauf. Und ich mache jetzt mal Folgendes: Man kann mit der jetzt neuerdings auch sprechen. Das kann man auch schon in Autos mittlerweile. Also das Zeug ist gekommen, um zu bleiben. Das heißt, wir müssen uns jetzt damit beschäftigen, sonst tun es andere. Und die anderen werden uns dann damit überrennen. Das heißt also, wenn wir es nicht kennen, werden es die anderen kennen und die werden uns die Leviten lesen. Also, ich will mal anfangen. Wir fragen mal. Moin. Fangen wir mal einfach an. Na, kommt hier eine Antwort? Hallo, moin. Jetzt nicht. Hallo, wie kann ich dir heute helfen? Ich würde gerne wissen, ob auf der Gefahren der Impfgegner beschrieben wird. Es denkt danach. Meistens geht es etwas schneller. Ja, die WHO hat tatsächlich die Gegnerschaft gegen Impfungen als eine der globalen Gesundheitsgefahren genannt. In einem Bericht wurden unter anderem die zunehmenden Masernfälle und die Wichtigkeit von Impfungen hervorgehoben, allerdings ohne dabei explizit Todesfälle durch Masern zu erhöhen oder zu spezifizieren. Die WHO hebt vielmehr die allgemeine Bedeutung der Impfung im Kontext globaler Gesundheitsbedrohung hervor. Also diejenigen, die impfskeptisch sind, oder Impfkritiker sind, wie wird man denn in Zukunft mit denen verfahren? Ist doch eine interessante Frage, oder? Das will man noch mal Die wissen. genaue Vorgehensweise mit Impfskeptikern und Kritikern hängt von den politischen und gesellschaftlichen Entscheidungen in einzelnen Ländern ab. Die WHO empfiehlt Aufklärung und Informationskampagnen, um die Bedeutung von Impfungen zu vermitteln und Bedenken zu adressieren. Die Entscheidungen über mögliche Maßnahmen oder Richtlinien fallen jedoch auf nationaler oder lokaler Ebene, wo unterschiedliche Strategien verfolgt werden können, wie zum Beispiel Informationskampagnen, Impfanreize oder in manchen Fällen gesetzliche Vorgaben. Na gut, also nun ist der Impfgegner ja derjenige, der wahrscheinlich sich auch nicht mehr überreden, überzeugen oder in irgendeiner Form belehren lässt. Das heißt also, der wird Impfgegner bleiben. Was ist denn in letzter Konsequenz für den Impfgegner zu erwarten, wenn der in Zukunft Impfskeptiker oder Gegner bleibt? Wollen wir doch wissen, oder? Die Konsequenzen für Impfskeptiker und Gegner hängen stark von den jeweiligen politischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen ab.
In einigen Ländern könnte dies bedeuten, dass sie bestimmten Einschränkungen unterliegen könnten, wie zum Beispiel dem Zugang zu öffentlichen Einrichtungen oder der Teilnahme an bestimmten Aktivitäten. Wir haben Eindruck, oder? Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, ich habe dem Florian Warwick zugehört von den Nachdenkseiten in der Bundesbank. Der klingt fast genauso, auch vom Duktus her und mit dem und also das ist total strange, wirklich. Und könnte man den Also, Dialog, den du gerade geführt hast, jetzt nochmal irgendwo nachlesen? Wird der irgendwo ja, den können wir direkt nachlesen. Ja, genau, den habe ich jetzt hier und den kann ich dir auch öffentlich online stellen. Das kann ich eben machen. Und zwar, Moment, der taucht hier gleich auf. Eigentlich müsste er jetzt hier schon sein. Das wird Frage ich alles ja nochmal. transkribiert in dem Moment, wenn es gesprochen wird. Auch deine Fragen, Ja, oder? ist irre. Also vielleicht ist es das auch schon. Ja, hier ist es ja schon. Okay, da ist es. Und jetzt kann ich das veröffentlichen. Ja, ich kopiere jetzt mal den Link. Jetzt hat er genau dieses Gespräch. Ich packe das mal in den Chat rein. Dann kannst du das jetzt aufrufen. So, da ist er. Du kannst den Chat, den wir jetzt hier gemacht haben, aufrufen. Ich habe übrigens, mir ist beim Reden eine Frage eingefallen, die du jetzt deine ganzen Sachen mal stellen könntest, wenn du möchtest, Tom. Tut mir leid, dass ich euch hier so ein bisschen verschrecke. Es war eigentlich Nein, nicht meine Absicht. das Ich ist habe. ganz wichtig. Wunderbar. Unfassbar. Das muss ja öffentlich gezeigt werden, was schon geht. Ne? Und, Ja, dann würde ich mal mein Video empfehlen, tatsächlich. Ich schicke da mal den Link von Kannst rein. du das nicht zeigen von dir aus gleich mit deiner Bildschirmübertragung, dass du es Ja, könnte abfährst? ich machen. Dann könnte ich machen, könnte ich machen. Ich mache mal einmal hier mein Dings aus. Ich möchte ja nicht, Also wir dass haben das heute alles alle so nicht mein. geplant. Wir wollten über RKI sprechen, dass das hier eine Lehrstunde wird über die Möglichkeiten der KI. Das war mir so nicht klar. Inwieweit Super. beeinflusst die Impfung gegen ein Wenn du noch Atemwegs? mehr Fragen hast oder weiterführende Informationen. Inwieweit beeinflusst eine Impfung gegen Atemwegsviren die Schleimhautimmunität und schützt vor Ansteckung? Impfungen gegen Atemwegsviren zielen darauf ab, das Immunsystem zu aktivieren, um eine Infektion zu verhindern oder deren Schwere zu verringern. Die Schleimhautimmunität spielt eine wichtige Rolle, da viele. Da ist ein kurzer Aussetzer bei ihm gewesen. Körper eindringen. Schleimhautimmunität. Dieser Typ der Immunität wird vor allem durch Immunglobulin A, IgA-Antikörper und spezialisierte Immunzellen an den Schleimhautoberflächen vermittelt. Sie dient als erste Verteidigungslinie gegen Pathogene, die in den Körper eindringen möchten. Wirkung von Impfungen. Einige Impfstoffe, besonders Lebendimpfstoffe, die intranasal durch die Nase verabreicht werden, können eine starke lokale Immunantwort an den Schleimhäuten hervorrufen. Diese Impfstoffe sind darauf ausgelegt, die Schleimhautimmunität direkt zu stimulieren und können dadurch potenziell die Übertragung von Krankheitserregern verringern. Seht ihr den Stream noch? Läuft der noch alles gut? Ja, Der läuft noch, ja. Okay, es ist wieder da, alles klar. Es war nur ganz kurz, ich lasse weiterlaufen. Viruslast reduzieren können, was die Wahrscheinlichkeit. Inwieweit passt deine Antwort auf die Feststellung, dass die Impfung zu 95% vor Ansteckung schützt? Die Angabe, dass ein Impfstoff zu 95% vor Ansteckung schützt, bezieht sich üblicherweise auf die Wirksamkeit eines Impfstoffs bei der Verhinderung von symptomatischen Covid-19-Erkrankungen, wie es bei den ersten Berichten über die mRNA-Impfstoffe der Fall war. Diese Zahl gibt an, wie effektiv der Impfstoff bei Geimpften. Du hast gerade gesagt, dass die Covid-19-Impfung intramuskulär verabreicht wenig Wirkung auf die Schleimhautimmunität hat. Was bedeutet dies für die Angabe eines 95-prozentigen Ansteckungsschutzes gegen Covid-19? Geil. Ich glaube, das ganze Video muss man sich angucken. Ja, kannst du ja mal irgendwie reinstellen. Es ist sehr spannend und wir haben so unseren Spaß gehabt.
Das erschreckt natürlich viele, aber ich habe eine Prognose abgegeben. 2024 wird uns das möglicherweise mehr Frieden als Unfrieden bringen. Und deswegen bin ich im Moment zuversichtlich. Aber die Prognose für 25 und die nächsten 10 Jahre möchte ich nicht geben. Aber wir gucken mal nur auf Sicht. Das Jahr 24 wird damit eine Freude werden, was wir ja schon sehen. Also, wir sind jetzt in der Dreieransicht und sind jetzt mal so für den Landeanflug von unserer Sendung würde ich gerne das Thema ChatGPT nochmal so ein bisschen von der Basis her aufgreifen. Wir haben bisher ChatGPT oder halt diese ganzen Anwendungen immer so lustige Memes, schnelle Bilder. Jetzt gibt es mit Sora schon die ersten animierten Videos in einer Qualität, dass wahrscheinlich Hollywood innerhalb der nächsten Jahre komplett auf den Kopf gestellt wird, wenn Marilyn Monroe mit James Dean zusammen eine Liebesszene im Sonnenuntergang hat. Ja, so, also das ist nicht mehr weit weg. Aber was du mir jetzt gerade gezeigt hast, das bedeutet ja, man kann in jede Richtung dieses Tool ausnützen, um positive Effekte zu erreichen, wie du jetzt eben sagst, ja, hier so mit dieser Recherche in diesen Protokollen, wie wir es gesehen haben. Man könnte aber auch, wenn man kriminelle Energie hat, diese Algorithmen natürlich auch nutzen, um irgendwelche, keine Ahnung, Einbruchspläne auszuarbeiten. Wie ist der effektivste Plan ins Dresdner Gewölbe, um jetzt erneut da was zu klauen und damit der Intelligenz natürlich dann ganz andere Dinge treiben? Wie gehen wir damit um? Naja, zunächst einmal, diese künstliche Intelligenz ist streng reglementiert. Die entwickelt sich anhand der Trainingsdaten und der Trainer und der Ethik, die vorgegeben wird, wahrscheinlich auch bald von Frau Büchs. Und in der Ethik ist möglicherweise das typische Einbrechen und Ausspähen von irgendwas nicht der Fall, sondern da gibt es dann andere Dinge, die wir nicht so schön finden. Daraufhin wird es dann trainiert werden. So will ich das mal vorsichtig umschreiben. Aber ich habe mal noch eine Recherchefrage, Tom. Wir hatten ja vorhin den Generalstabsarzt da im Verdacht sozusagen. Der ist ja so wichtig. Und wenn der so wichtig ist, müsste der doch eigentlich in den Protokollen irgendwo vorkommen. Hast du mal nach seinem Namen direkt gesucht? Nee, findest du nicht. Aber wir können das eben, ich mache das mal eben parallel. Habe ich noch nicht. Aber ich würde sagen, dass die gründlich geschwärzt haben, aber du hast natürlich recht. Man weiß nie. Und Robert hatte ja, glaube Haben ich, es noch noch einen nicht anderen gesucht. Artikel rausgesucht, der hier von diesem anderen Mann, der das Hammer and Dance bekannt gemacht hat. Der war ja auch so ein Kandidat, der gehandelt wurde, dass der sich da drunter verbirgt unter diesem schwarzen Balken. Ja, also ich meine, es sind Bundestagsanfragen, das ist insofern ganz interessant. Es sind Presseanfragen, die nach diesem Namen fragen, Bundestagsanfragen. Und jetzt stellt sich halt die Frage, ob die Rechte eines Bundestagsabgeordneten, die liegen natürlich höher als die Rechte eines Bürgers, der eine Informationsfreiheitsanfrage macht. Und der Bundestagsabgeordnete, dem wird vielleicht das Ganze unter Verschlusssache überliefert werden. Er kann dann in die Geheimschutzstelle gehen und kann dann quasi sich merken, was er da gelesen hat und wohl möglich diese Sache je nach Geheimhaltungsstufe in seiner parlamentarischen Arbeit benutzen. Das würde dann veröffentlicht werden. Also diese Geheimschutzstelle bringt ja eigentlich nur dann etwas, wenn es sehr viele Informationen sind und man die nicht fotografieren oder aufschreiben darf. So, jetzt mal gucken. Er hat tatsächlich Goldherm drin, sonst würde er keine Datei erstellen. Ich bin gespannt. Guter Punkt. Kannst du das Bild groß machen, dass wir das sehen, was du gerade? Ja, Andreas, Moment, la lass einen das jetzt mit Moment. dem Hin- und Herschalten nochmal am Schluss. Sag uns das Ergebnis, dass das passt. Andreas, das ist ein bisschen schwierig zum Fliegen hier. Ach so, okay, du Du bist weißt ja, gerade du im musst ja hier dann wieder Cockpit, umschalten und ja, hin und okay. her und du kennst das ja. Aber eine ganz hervorragende Idee. Auf solche Ideen hatte ich ja gehofft. Tatsächlich wird er einmal genannt. Und zwar, Moment, muss das mal einmal richtig öffnen in einem Dokument. Das ist sehr interessant. Sehr gut, Andreas. Also, das war am 6.5.2020. Also, da steht drin, man sieht in der Epi-Kurve den Peak um den 18. 19.3. Man muss also davon ausgehen, dass die meisten Fälle
um den 13.3. herum infiziert wurden. Interessant. Die Anzahl der übermittelten Fälle am 13.3. war noch recht gering. Interessant, dass Sie dann Verzug deutlich, also wie haben Sie dann die Hochstufung gemacht? Es gab Anfrage vom BMI, warum das R mit 2 Nachkommastellen berichtet wird. Scheingenauigkeit gegeben, 0,5er Schritte, wird nicht kommentiert. Herr Holtherm hat an BMI kommuniziert, dass es sich um eine Anweisung von Herrn Spahn gehandelt hat, die das RKI umsetzen sollte bei der Darstellung der Epi-Kurve nach Melde. Ach, guck mal, dann ist es Herr Holtherm. Vor allen Dingen sehe ich jetzt auch, die Länge passt auch ganz genau in die Schwärzung. Ich wusste genau, immer nicht, ob Sie Hans-Ulrich oder General, aber es ist Herr Holtherm, definitiv. Okay, dann habe ich ja schon, dann hast du mir ja sehr geholfen. Obwohl mir ist ja egal, wer es war. Es geht ja nur darum, wer konnte das machen, und das ist Herr Holtherm gewesen. Also das ist ja so ein bisschen wie so ein Rätsel, das wir jetzt enthüllt haben. Kriegen wir jetzt irgendeinen Preis? Ja, den goldenen Schwurbler am Bande. Weißt du, ich bin bei diesen technischen Möglichkeiten bin ich echt fasziniert und gleichzeitig war auch erschreckt, weil die Möglichkeiten, die sind ja so gewaltig. Wir hatten vor kurzem den Willi da, ich weiß jetzt seinen Familiennamen nicht mehr, aber alle kennen ihn unter Snicklink. Und der hat in einem Video oder hat auch uns erzählt, wie extrem schnell die Entwicklung der ganzen Programme im Hintergrund von der KI geht. Also wie schnell es von der einen zur nächsten Entwicklung geht. Alles, was jetzt quasi von 2022 bis 2024 gegangen ist, ist innerhalb von 2024, innerhalb von 3 Monaten jetzt schon gekommen. Das heißt aber auch bis zum Ende diesen Jahres oder Mitte nächsten Jahres werden wir eine noch stärkere Entwicklung haben in Bezug auf KI in allen möglichen Bereichen. Ich habe von einem Beispiel gelesen von der New York Times. Da hat ein Rechercheteam von wirklich sehr vielen Journalisten mit Hilfe der KI Bombentrichter in Gaza untersucht mit einer KI. Die haben da 1600 große 20-Meter-Krater analysiert, eben über Satellitenaufnahmen. Und die KI hat genau gesagt, das sind die alten, das ist ein Wassertank, das ist ein anderes Objekt. Und die haben da unendlich eine riesige Zahl an Bomben, an neuen Bombenangriffen recherchiert und konnten damit zeigen, was da eigentlich gerade unten passiert. Ja, also das war unglaublich interessant zu sehen, wie die Rechercheure, wie die Journalisten das eingesetzt haben in diesem Fall. Und das wird immer schneller und immer krasser. Und ich frage mich gerade, wo das dann hinführt in 5 bis 10 Jahren, weil du ja auch gerade so angedeutet hast, du kannst eine Prognose für dieses Jahr machen, aber bis 2030, da springen wir in blauen Nebel. Ich würde auch sagen, aber es wird doch lustig. Also im Moment finde ich es eigentlich alles irgendwie ganz interessant, weil es tolle neue Wege bietet. Zum Beispiel jetzt, Andreas sagt eine Sache und wir wissen, wer es ist. Und die haben es einfach umsonst geschwärzt. Herrlich. Also ich finde es gut. Da haben sie einmal den Namen vergessen wegzumachen. Und damit können wir den Rest knacken. Weißt du, wie lang, also wie sie den Namen schreiben, du weißt, wie lang es ist. Und dann kannst du sagen, okay, es ist sehr wahrscheinlich Herr Holtherm heißt er. Ja, also er hat ja auch hier in diesem Kontext hat er ja mit dem BMI gesprochen, ganz offenkundig. Und das ist ja das, was sozusagen Po auch die ganze Zeit gemacht hat. Also das passt schon alles. Und es ist auch, letztendlich ist es ja auch logisch, Abteilung 6 ist halt die dafür eingesetzt ist, das alles zu koordinieren. Und dann wird er auch immer gefragt, ob jetzt irgendwie die hohe Stufe eingerichtet werden kann. Dann stellt sich halt nur die Frage, war es eine politische Entscheidung, die gemacht werden musste? Und aus welcher Richtung kommt die Politik, die diese Entscheidung dann zur Veröffentlichung freigibt? Ja, das muss man sich dann halt. Aber irgendwie, jetzt kommt er wieder, jetzt hat er fast wieder ein, ja, okay. Könnt ihr mich sehen? Könnt ihr mich hören? Läuft es wieder flüssig? Ja, du siehst jetzt wieder lebendiger aus. Alles klar, wunderbar. Boah, echt, also, ja, es gibt doch immer dieses eine Thema bei KI, da sind wir sofort bei diesem Film Terminator, wo Skynet letztendlich dann in seiner Analyse den Menschen als das große Problem auf der Erde in der Gleichung sieht und dann entscheidet, ich nehme diesen Faktor aus der Gleichung einfach raus und starte den Dritten Weltkrieg, ja. Will ich jetzt nicht aufzeichnen, dieses Modell, aber was ist, wenn KI sich wirklich so, ja, zu so einem Art Pseudobewusstsein entwickelt. Ist es überhaupt möglich? Du hast sehr viel Erfahrung in Bezug auf Kommunikation und Technik in dieser Richtung. Denkst du, es ist überhaupt möglich, da jenseits dieser trainierten Protokolle
ein neues Bewusstsein zu entwickeln auf künstliche Art und Weise. Wen fragst du, Andreas oder Tom, mich? Tom, dich jetzt natürlich, sorry. Also, ehrlich gesagt, würde ich dazu noch keine Prognose abgeben. Das, was hier ist, ist extrem beeindruckend, muss man ganz klar sagen. Die haben Jahrzehnte daran gearbeitet, zehntausende Leute eingesetzt, um das herzustellen, dieses Bild und diese Fähigkeit. Es wird nicht die einzige KI bleiben. Also es wird KI gegen KI geben. Das wird die Zukunft sein. Und es wird sicherlich auch Kriege geben, die mit KI angezettelt werden. Also das wird bestimmt eine spannende Zeit werden, in die wir jetzt übergehen. Vielleicht ist auch das der Grund, was Frau Merkel meinte, die damals noch von Neuland sprach und jetzt gesehen hat, jetzt kommt die KI. Vielleicht hat Frau Merkel die auch erfunden. Nein, war auch ein Scherz. Ich kriege jetzt langsam den Schalk im Nacken. Aus der Uckermark. Die Transformation ist ja das, was so groß dasteht. Und natürlich ist das ein ganz entscheidender Einschnitt, wenn jetzt auf einmal Drosten und Co., die ja jetzt bis heute Experten waren, abgelöst werden von künstlicher Intelligenz, gegen die keiner mehr was sagen kann. Du kannst ja nicht sagen, ja, aber der hat damals Geld eingesteckt von dem und dem und der hat für den und den Vortrag gehalten und so. Du kannst ja gar keine Kritik mehr üben. Das wird ja nichts mehr. Das heißt also, die künstliche Intelligenz kann nicht zur Verantwortung gezogen werden, weil die da im Hintergrund programmieren, sind wieder tausende Leute, die kannst du nicht zur Verantwortung ziehen. Die Firmenpolitik kannst du nicht zur Verantwortung ziehen. Also das wird die absolute institutionalisierte Verantwortungslosigkeit. Das ist sozusagen der Gipfel dessen, was da jetzt auf uns zukommt. Das haben wir bei dem. Dass er den Impfgegner, also ich werde dann wieder Impfbefürworter natürlich, ganz klar, damit ich nicht alle Repressalien mitmachen muss. Haben wir ja schon gehört, was da jetzt so auf uns zukommt, was er denkt. Da kann ich nur unser Buch zu empfehlen. Das ist auch das Buch, was man seinen Verwandten schenken sollte oder Freunden, die man verloren hat unterwegs, wenn man selbst Skeptiker war, weil dieses Buch ist im Grunde darauf ausgelegt, oder nicht nur im Grunde, sie ist ganz klar darauf ausgelegt, dass hier eine Versöhnung zwischen den Menschen stattfindet und das Bewusstsein erweitern soll. Das ist für uns das Wichtigste gewesen, dass beide Seiten sich gegenseitig wieder erkennen können und ihr Bewusstsein wieder auf Stand bringen und dann merken, hier läuft was ganz anderes gegen uns ab. So künstliche Intelligenzprogramme und so weiter, die wir gut beantworten müssen. Ich will das nicht kämpferisch sein. Bist du eingefroren? Nee, du bist noch da. Wow. Andreas, ein letztes Wort von dir. Mach mal ein bisschen so eine Rekapitulation von dieser Sendung, was du da gerade erlebt hast. Ich muss das erst verarbeiten. Du, ich bin ja auch so ein Freund davon. Computer kreativ nutzen und gut nutzen. Und wir wissen das alle. Wir werden von einer Informationsflut oder Lawine überrollt. Mein PDF-Ordner, der stapelt sich irgendwie, der ist größer als mein Bücherregal. Und da wünsche ich mir sowas eigentlich auch, dass ich das mal drüber schicke, eine KI, sag, lies mal alle meine PDFs und wenn ich dann eine Frage habe zu dem und dem Thema, gib mir mal eine Antwort oder eine Zusammenfassung. Und das wird sicher kommen. Und genau das, was Tom jetzt vorgeführt hat, also Datenanalyse, schnelle Analyse, das ist ganz spannend, was wir herauslesen können aus Daten, die wir erstmal gar nicht so auf den ersten Blick oder wo wir länger bräuchten, wenn wir das alles lesen, verarbeiten, drüber nachdenken, dann braucht man ein halbes Jahr, um die Daten zusammenzusammeln. Und mit der KI oder mit so einer KI kommen wir natürlich wunderbar voran. Und wie Tom sagt, wir müssen die Waffen auch nutzen, weil sie werden von der anderen Seite definitiv genutzt und wir werden sie für uns auch nutzen müssen und uns damit beschäftigen, um zu verstehen, was hier eigentlich läuft. Ja, definitiv, aber auch die Kreativität des menschlichen Geistes ist durch keine KI zu schlagen und durch keine Behörde und so weiter. Also daran werden sie immer scheitern. Ja, wie wir zusammen hier lachen und dann fällt uns was ein. Guck mal danach und dann finden wir wieder den nächsten Punkt. Das kann man nicht vorhersehen. Das ist menschlicher Geist ist da immer tausendmal weiter als künstliche Intelligenz. Das wird es nie schlagen können. Ja, dein Wort in Gottes Gehörgang. Also hat mich wirklich sehr gefreut, mit euch heute Abend hier da reinzugehen. Zum einen, um detailliert über diese RKI-Files mal zu sprechen und dass wir dann natürlich von dir so einen detaillierten Einblick bekommen über die Möglichkeiten von künstlicher Intelligenz. Das war gänzlich unerwartet ein Bonbon obendrauf. Also Tom, vielen, vielen Dank. Ich hoffe, du kannst diese Kunst in einem größeren Rahmen mal vorstellen. Mir fällt da gerade was ein, da sprechen wir nachher drüber, wo das gewinnbringend zum Einsatz kommen kann. Aber danke an euch beide an dieser Stelle. Wirklich hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ja, auch war ein sehr schöner Tag. Ja, vielen Dank auch. Ja. Wunderbar. Dann sind wir durch für heute, liebe Zuschauer. Ich wünsche euch einen schönen Abend noch. Ihr habt eine schöne Restwoche. Wir sehen uns natürlich wieder bei der Wochenendausgabe. Bis dahin, macht es gut und ich hoffe, dass ich zum Schluss die richtigen Knöpfe finde. Also, an euch beide nochmal alles Gute und dann bis zum nächsten Mal. Ciao und Servus. Ciao.